Willkommen zu dieser Sondersendung von SWR Aktuell. Schlimme Nachrichten aus Kröf an der Mosel. Dort ist gestern Abend gegen 23 Uhr ein Hotel eingestürzt. Und es sind 9 Menschen unter den Trümmern begraben worden. Es hat einen Toten gegeben, der geborgen wurde. Und 4 weitere Menschen wurden aus den Trümmern rausgeholt, darunter auch ein 2-jähriges Kind und seine Mutter. Es wird gleich in Kröf eine Pressekonferenz geben, live. Und ich gebe jetzt schon mal ab an meinen Kollegen Marc Stefken, der vor Ort ist. Ja, in wenigen Minuten soll die Pressekonferenz losgehen. Wir warten gespannt auf ein Update zu den Bergungsarbeiten. Sie haben es gerade gesagt, 4 Menschen, die konnten heute Morgen aus den Trümmern geborgen werden, darunter auch das 2-jährige Kind. Das war eine sehr emotionale Szene, wo uns allen der Atem gestockt hat, weil dieses Kind wurde in seinem Schlafsack, in einem relativ guten gesundheitlichen Zustand aus dem Haus geborgen. Eine weitere Person, wahrscheinlich die Mutter, konnten wir auch sehen, wie sie aus dem Haus getragen werden konnte. Darunter noch eine 2. ältere Frau und ein Mann. Das ist im Moment der Stand der Dinge. 4 Personen sollen noch vermisst worden sein. Und hinter mir, der Innenminister ist vor wenigen Minuten eingetroffen, hat sich hier ein Bild der Lage gemacht. Und in wenigen Augenblicken soll auch die Pressekonferenz losgehen. Es sind sehr schwierige Bergungsarbeiten, weil das Haus aus dem 17. Jahrhundert, das soll immer noch einsturzgefährdet sein. Man hat dort spezielle Sensoren errichtet. Und diese Sensoren ergeben, dass das Haus sich 4 mm pro Stunde noch bewegt. Also sehr schwierige Arbeiten. Ich hatte aber auch schon die Gelegenheit, heute mit einer Frau zu sprechen, die gestern um 23 Uhr, als das Gebäude einstürzte, beziehungsweise die 2. auf die 1. Etage krachte, die da dabei war. Und sie sagte mir, dass sie zusammen mit 2 Freundinnen hier an der Mosel Urlaub macht. Und eine dieser Freundinnen, die sei noch in dem Gebäude. Zu ihr bestünde Handykontakt. Und wir konnten heute Morgen auch sehen, wie der Hund dieser Dame gerettet werden konnte. Man stellt fest, dass hier wirklich sehr viel Enthusiasmus herrscht bei den Einsatzkräften. Jedes Mal, wenn da eine Person oder in dem Fall auch der Hund gerettet werden kann. Und man spürt, mit welchem Ehrgeiz hier die Einsatzkräfte vor Ort auch arbeiten. Und ich sehe gerade, die Pressekonferenz geht los. Da schalten wir jetzt mal live drauf. Meinerseits. Wir haben 10.30 Uhr. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich des Einsatzes, der gestern am späten Abend hier begonnen hat und aktuell noch auf vollen Touren läuft. Ich darf zur Pressekonferenz begrüßen den Einsatzleiter und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch, unseren Innenminister, Staatsminister Michael Ebling, den leitenden Oberstaatsanwalt Peter Fritzen und den Herrn Niegisch, den Leiter der Kriminalinspektion in Mittlich. Die Statements werden jetzt erstmal nacheinander abgegeben. Die Statements von Herrn Teusch, Herrn Ebling und Herrn Fritzen werden nacheinander an den Platz der Mikrofone abgegeben, dass sie auch einen guten Ton haben. Und danach erst wäre Zeit für Fragen, bitte. Dann würde ich Herrn Teusch bitten. Gerne. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch recht herzlich zur Pressekonferenz am heutigen Tage hier in Kröf begrüßen. Ich möchte aber auch gleich in die Lage einsteigen. Gegen gestern 23 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Einsturz eines Hotels mitten in der Ortslage Kröf. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich dar, dass ein komplettes Geschoss dieser Gebäudestruktur eingestürzt ist und im Prinzip beide Decken aufeinander lagen. Die ersten Erkundungen haben ergeben, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes 14 Personen im Hotel befunden haben. Von denen konnten wir 5 relativ schnell retten, weil sie in unbeteiligten Gebäudenteile waren. Die wurden dann betreut und auch der PSNV, also der psychosozialen Notfallvorsorge, zugeführt und wurden zwischenzeitlich auch in anderen Hotels untergebracht. Die größere Herausforderung war, dass wir feststellen mussten, dass 9 weitere Personen unter den Trümmern eingeklemmt waren. Es gab von Seiten Treppen, Hauszugänge, Türen, Fenster keine Möglichkeit, weil diese schlichtweg nicht mehr vorhanden waren und die Decken im Prinzip aufeinander lagen und wir schlimmstenfalls davon ausgehen mussten, dass keine dieser Personen mehr zu retten sind. Daraufhin haben wir einen großen, massiven Rettungsansatz anlaufen lassen, haben THW-Kräfte teilweise aus ganz Rheinland-Pfalz alarmiert, die über Sprecher Ordnungstechnik verfügen, für Kontakt zu den Verschütteten herzustellen,
hatten aber nach kurzer Zeit das Glück, dass wir über Mobiltelefone mit Verschütteten kommunizieren konnten und hatten auch relativ schnell die Information, dass eine junge Familie mit einem zweijährigen Kind zwar verschüttet ist, der Vater eher verletzt, aber ansonsten die Hoffnung bestand, dass wir dort noch gute Verhältnisse vorfinden. Dann haben wir über mehrere Stunden und mit schwerem Gerät versucht, einen Zugang zu schaffen, was uns schlussendlich gelungen ist. Wir haben von oben in die Decken Kernbohrung eingebracht, sodass wir mit Richtmikrofonen Kontakt zu den Verschütteten aufnehmen konnten und haben aktuell die positive Nachricht zu verkünden, dass wir zu 7 Verschütteten Kontakt haben. 4 dieser 7 gerettet werden konnten mit leichteren Verletzungen, also wie durch ein Wunder, wenn Sie sich das Schadensbild anschauen, ist das kaum erklärlich, haben aber aktuell noch 3 Personen, die noch verschüttet sind, zu denen wir aber Kontakt haben, an denen Einsatzkräfte am Arbeiten sind. Aber diese Personen sind mit Trümmerteilen eingeklemmt, wahrscheinlich auch schwerer verletzt. Und da müssen wir jetzt behutsam vorgehen, weil die gesamte Gebäudestruktur gleicht einem Kartenhaus. Wenn man dort an der falschen Karte zieht, stürzt dieses Gebäude mit Sicherheit ein. Sie sehen hinten eine Karte, da können Sie drauf erkennen, dass das gesamte Gebäude um ein Geschosswerk eingestürzt ist und dabei sich circa um einen guten Meter nach rechts und nach hinten verlagert hat. So steht im Prinzip keine Mauer mehr da, wo sie vorher gestanden hat. Leider müssen wir auch 2 Todesfälle, eine weibliche Person, eine männliche Person, beklagen. Eine Person weiblich konnte geborgen werden. Bei der männlichen Person wird das aufgrund der Lage im Nachhinein, wenn die Rettungsmaßnahmen abgeschlossen sind, auch noch größere Maßnahmen nach sich ziehen. Aber nach jetzigem Kenntnisstand sind die Personen wohl schon bei Schadensantritt verstorben und konnten daher auch nicht mehr gerettet werden. So stellt sich die Lage im Wesentlichen dar. Wir hatten ungefähr 250 Einsatzkräfte im Einsatz und haben im Moment immer noch einen Kräfteansatz von 150 Kräften. Wann die restlichen 3 Personen gerettet werden können, ist nicht auf die Minute zu definieren. Das kann durchaus noch 2-3 Stunden, je nachdem, länger dauern. Wir wollen aber jetzt in der Euphorie der Geretteten nichts riskieren, sondern Schritt für Schritt auch zum Schutz der eingesetzten Einsatzkräfte die Dinge weiter bearbeiten, weil diese Beharrlichkeit über Stunden, auch wenn sie für alle Beteiligten nervenzehrend sind, haben zum Erfolg geführt und wir werden diese Maßnahme auch in diesem Maße fortführen. Das ist das, was ich Ihnen bisher über den abgelaufenen Einsatz berichten kann. Es wird noch eine gewisse Zeit eine Dynamik haben, aber wir stehen Ihnen ja auch nachfolgend für weitere Entwicklungen mit weiteren Updates mit dem Presseteam zur Verfügung. Dankeschön. Für Sie einfacher, meine Damen, meine Herren, ist, wenn wir die Blätter an dieser Stelle tauschen. Wir sind Menschen zu Tode gekommen und ich glaube, das sind die ersten Gedanken, die uns in dieser Sekunde auch bewegen, dass wir an die denken, die durch diesen Schaden ihr Leben verloren haben. Da gibt es Angehörige, da gibt es Familie, da gibt es Menschen, die trauern und das ist immer tragisch, das ist traurig und das bewegt uns natürlich auch. Es bewegt uns aber auch der Einsatz insgesamt. Ich habe mit Gregor Eibes, dem Landrat, der bei uns ist, den ich anschließend auch noch mal bitten werde, auch als Landrat Stellung zu beziehen und ein Statement zu sagen, gemeinsam mit dem Verbandsbürgermeister, eben mich gerade noch mal auch informieren lassen. Ich habe einfach an dieser Stelle zu vermerken, ein großes Dankeschön und einen riesengroßen Respekt durch einen hochprofessionellen Einsatz. Auch in der Leitung, Herr Teusch, das müssen Sie sich jetzt gefallen lassen, ein erfahrener BKI, der aber zweifelsohne, und das gilt für viele hier an dieser Stelle, an dieser Unfallstelle, davon reden müssen, dass Sie eine solche Lage auch noch nicht vorgefunden haben im Laufe Ihrer teilweise jahrzehntelangen Erfahrungen. Das ist ein Gebäude, derart in sich zusammenstürzt, ist zweifelsohne ein sehr ungewöhnlicher Vorgang und zweifelsohne natürlich dann in der Art und Weise, was die Bergung der Menschen angeht und die Sicherung dieses Gebäudes, ein außerordentlich herausfordernder Einsatz, eine außerordentlich herausfordernde Lage. Alle, das gilt
für den BKI, das gilt für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren, das gilt für die Rettungsdienstorganisationen, das gilt für die Polizei, arbeiten aber mit dem THW zusammen hier Hand in Hand. Und das zu sehen, zeigt einfach, dass wir hier eine großartige Leistung wirklich im Zusammenspiel erleben können. Auch eine Unterstützung, die schon über die Region hinausgegangen ist und die am Ende natürlich damit deutlich gemacht hat, so kompliziert, so herausfordernd, so schwierig es bis zur jetzigen Sekunde auch ist. Die Lage ist aber auch wirklich im Griff und sie wird hervorragend geführt. Und Sie haben es eben gehört und das ist das, glaube ich, natürlich am Ende heute, was uns alle in Atem hält, nämlich, dass es gelungen ist, schon erste Menschen zu bergen und sie gesund zu bergen. Und ich glaube, jetzt ist die ganze Kraft, das ist darauf eben ja auch deutlich geworden, darauf gerichtet, auch noch die letzte Zahl von 3 Menschen hoffentlich halbwegs unbeschadet aus diesen Gebäudetrümmern dann letztendlich bergen zu können. Ich will anerkennend auch sagen, das ist auch für die Einsatzkräfte eine sehr emotionale Situation, weil es natürlich auch ein Lauf gefühlt gegen die Zeit ist. Und dennoch sage ich auch mit dem hohen Verständnis, was hier an Verantwortungsbewusstsein gelebt wird, es ist auch notwendig, dass sich auch die Einsatzkräfte absichern. Und das ist von Anbeginn an auch gewesen. Es geht am Ende darum, natürlich einen Blick zu wahren auf das, was ist notwendig im Einsatz und gleichzeitig, was gefährdet nicht im Einsatz angesichts der Vielzahl der Helferinnen und Helfer und hier Eingesetzten. Ist auch das ein Aspekt, der ist vielleicht schwer erträglich, aber er ist trotzdem notwendig und er muss natürlich auch in aller Konsequenz bei diesem Einsatz bedacht werden. Aber dass das gut gesteuert wird, davon konnten wir uns, glaube ich, hier gemeinsam noch mal überzeugen. Deswegen abschließend noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an diejenigen, die ab diesem 23 Uhr der vorangegangenen Nacht alles haben stehen und liegen lassen, hierher gekommen sind und im Wesentlichen seit diesem Zeitpunkt auch hier sind, im Einsatz sind und in dieser besonnenen, konsequenten, aber auch klaren und stringenten Art und Weise diesen Einsatz führen. Und wie man eben auch klar gemacht hat, auch ihn auch erfolgreich führen im Hinblick darauf, dass jetzt eben auch schon Menschenleben gerettet werden konnten. Soweit von mir an der Stelle, lieber Gregor Eigerbs, die Bitte ist, dass der Landrat jetzt meinen Platz einnimmt und auch noch mal aus der örtlichen Sicht heraus etwas beschreibt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich denke, ich kann mich Ihren Worten vom Grunde her eigentlich nur anschließen. Das ist schon ein Ereignis gewesen, das wir so bei unserem Landkreis bisher noch nicht gekannt haben. Das ist dann auch wieder der typische Fall, wo wir versuchen, uns bestmöglich auch im Bereich des Katastrophenschutzes auf Ereignisse vorzubereiten und wo wir doch immer wieder feststellen müssen, dass Dinge passieren, die wir eben nicht einkalkuliert haben und die es so halt noch nicht gegeben hatten, wo wir uns vor völlig neuen Gegebenheiten ausrichten müssen und halt reagieren müssen und Entscheidungen treffen müssen. Und das ist natürlich in jeder Hinsicht dann auch ein Wechselbad der Gefühle. Zum einen festzustellen, dass es Tote gegeben hat, was wir natürlich sehr bedauern. Und das ist natürlich dann auch für die Einsatzkräfte sehr, sehr schlimm, das feststellen zu müssen, Tote bergen zu müssen. Und das ist natürlich dann auch ein sehr trauriges Ereignis, das uns auch an die Angehörigen denken lässt, an die Betroffenen denken lässt, denen wir hiermit unser aufrichtiges Beileid ausdrücken. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch mit großen positiven Emotionen verbunden, wenn man feststellt, dass ein 2-jähriges Kind mit seiner Mutter nahezu unverletzt aus den Trümmern gerettet werden kann. Und insofern sieht man die Bandbreite und die Schwierigkeit des Einsatzes an diesen beiden Ereignissen, die kurz nacheinander passieren und festgestellt werden müssen. Was mich an dieser Stelle sehr beeindruckt hat, und ich war von Anfang an bei dem Einsatz mit dabei, wie schnell die Einsatzkräfte zur Verfügung standen, wie umfassend alle miteinander gearbeitet haben, wie strukturiert gearbeitet wurde, wie zielgerichtet gearbeitet wurde und wie man trotz der schwierigen Lage Menschen retten zu müssen aus einem Haus, das instabil war und das ja auch unter höchster Gefahr für die Einsatzkräfte dann nur zu betreten war, wie man hier sehr besonnen und zielgerichtet Entscheidungen getroffen hat, um das bestmöglich für alle Beteiligten durchzuführen, ohne Leben der Einsatzkräfte zu riskieren
und auf der anderen Seite natürlich möglichst viele Menschen lebend aus den Trümmern retten zu können. Und deswegen will ich an dieser Stelle noch mal uneingeschränkt ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Es ist für mich als Landrat sehr beruhigend, auf der einen Seite einen Einsatzleiter an meiner Seite zu haben, mit meinem Brand- und Katastrophenschutzinspektor, dem Herrn Teusch, der als Einsatzleiter die Lagebesprechungen natürlich angeführt hat, der die Entscheidungen am Ende treffen muss und der das gemeinsam mit allen Beteiligten getan hat, mit THW, mit der Berufsfeuerwehr in Trier, mit der Polizei. Wir haben Hand in Hand gearbeitet und nur so konnte es gelingen, dass letztendlich am Ende 7 Menschen gerettet werden konnten. Und deswegen sage ich an dieser Stelle ganz persönlich, aber auch im Namen von uns allen, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die hier im Einsatz waren, an alle, die unterwegs waren, die heute Nacht direkt angerückt sind und zur Verfügung gestanden haben. Und natürlich auch Malteser, Rotkreuz, die Gesundheitsabteilung, die dafür gesorgt hat, dass auch ärztliche Begleitung da war, die Notfallnachsorge, die für die Angehörigen da war. Also insofern war das wirklich ein rundum hervorragender Katastrophenschutzeinsatz, leider mit 2 Toten. Aber ich glaube, man muss einfach auch oben anstellen, dass letztendlich 7 Menschen in einer Situation gerettet werden konnten, wo man eigentlich denken musste, dass niemand lebend aus diesen Trümmern herauskommt. Also insofern ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und hoffen wir, dass jetzt auch die 3 noch in den Trümmern Verbliebenen jetzt bei einigermaßen guter Gesundheit noch gerettet werden können. Ja, und natürlich, dass so etwas hoffentlich nie wieder passiert. Und letztendlich sind unsere Gedanken in diesen Stunden bei den Betroffenen, bei den Verstorbenen und natürlich auch bei deren Angehörigen. Herzlichen Dank. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Erlauben Sie mir auch zunächst mal ein persönliches Wort. Also auch ich bin erschüttert von diesem Schadensereignis. Ein Schadensereignis, das mir in meiner dienstlichen Tätigkeit in dieser Form, in dieser Dramatik und mit diesen schwerwiegenden Folgen nicht in Erinnerung ist. Ich hoffe inständigst, dass die noch im Gebäude befindlichen Personen gerettet werden können und wünsche den Rettungskräften dabei größtmöglichen Erfolg. Und zugleich bin ich betroffen über die beiden Verstorbenen. 2 Tote haben wir zu beklagen und möchte an dieser Stelle auch schon mal den Hinterbliebenen mein tiefes Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Zum Stand der Ermittlungen lässt sich im jetzigen Zeitpunkt naturgemäß noch nicht viel sagen. Die Ermittlungen können eigentlich erst beginnen, wenn die Rettungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Die dauern aber noch an. Was ich sagen kann, ist, dass die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet hat. Das ist ein Verfahren, das immer dann eingeleitet wird, wenn jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Zweck des Verfahrens ist es zu prüfen, was die Ursache für den Tod war und ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass möglicherweise ein Fremdverschulden damit eine Rolle gespielt hat. Das Todesermittlungsverfahren ist also noch kein Ermittlungsverfahren gegen eine bestimmte Person wegen einer bestimmten Straftat, sondern ein Verfahren im Vorfeld, in dem geklärt werden soll, ob es entsprechende Anhaltspunkte gibt. Wir werden in diesem Verfahren voraussichtlich einen, das wird eine zentrale Rolle spielen, einen Sachverständigen beauftragen, um die Einsturzursache festzustellen, die Ursache für das Unglück zu ermitteln. Es wird im Rahmen des Verfahrens voraussichtlich auch die Obduktion der Leichen der beiden Verstorbenen beantragt werden. Darüber muss dann ein Ermittlungsrichter entscheiden. Das dient dazu, die genaue Todesursache festzustellen. Und im Übrigen müssen wir halt jetzt beginnen, die Tatsachen zusammenzutragen, um uns dann ein Bild machen zu können, ob möglicherweise ein irgendwie geartetes Fremdverschulden bei dem Unglück eine Rolle gespielt hat. Mehr kann ich im Moment noch nicht dazu sagen. Alles andere wird die Zukunft werden unsere Ermittlungen zeigen. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, der Einfachheit halber, wenn es Rückfragen an den Herrn Fritzen gibt zu den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, dass wir damit jetzt anfangen. Ja. Angebieter an Deutschlandfunk, wann wird das der Fall sein, dass Sie den Sachverständigen beauftragen? Wir werden
Zur letzteren Frage. Wir werden einen Antrag stellen und normalerweise wird da sehr schnell drüber entschieden werden. Aber zunächst mal müssen wir den Rettungseinsatz abwarten, dann die Tatsachen zusammentragen. Das wird in den nächsten Tagen passieren, ob morgen oder übermorgen oder heute schon. Das kann ich noch nicht absehen. Und die erste Frage war, wonach nochmal? Ja, auch schnellstmöglich, aber wir müssen halt erstmal einen geeigneten Sachverständigen suchen. Auch das gehört zu den Ermittlungen dazu. Also der wird schnellstmöglich beauftragt werden. Herr Fritzen oder Herr Scholz, könnten Sie möglicherweise auch Angaben machen zu dem Alter der beiden Verstorbenen beziehungsweise auch der anderen Betroffenen und möglicherweise auch der Nationalität? Mir liegen die Angaben noch nicht vor, Herr Teusch, können Sie es? Ich abschließend ist einmal eine weibliche Person, einmal eine männliche Person, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und die weibliche Person ist 1961 geboren. Über die männliche Person, die wir jetzt noch nicht bergen konnten, haben wir noch keine genauen Informationen. Handelt es sich daran um den Vater des Kindes? Nein, definitiv nicht. Da besteht positiv Hoffnung. Der ist im Moment in der Rettung, dass wir die Familie da wieder zusammenführen können und alle in der Familie retten können. Also ich denke, das ist auch für die Einsatzkräfte derzeit sehr motivierend, auch den Familienvater zu befreien, der doch deutlich schwerer verletzt ist. Aber wenn wir das schaffen, die Familie am heutigen Tag wieder zusammenzuführen, ist das dann Balsam auf die Seele und die, ja, die Anspannung, die wir in den letzten Stunden erlebt haben. Vielen Dank. Gerne. Gibt es noch Fragen an Herrn Fritzen? Fragen an Herrn Albers? Ja? Ich habe eine unbestimmte, also eine Frage an einen unbestimmten Adressaten und die richtet sich auf den Baubestand. Also erstens, welches Geschoss ist eingestürzt? Was war das für eine Bausubstanz? Was für eine Bausubstanz war oben drüber? Es gibt ein Gerücht, da sei ein Handwerker im Haus gewesen. Was ist damit? Ja, wir tauschen gerade. Ja, zur Bausubstanz, was uns bisher bekannt ist, weil das war auch ein wichtiger Bestandteil unserer einsatztaktischen Planung, besteht die Grundsubstanz des Gebäudes wohl aus dem 17. Jahrhundert. Und da wurde auf dem Erdgeschoss ca. 1980 nochmal 2,5 Geschosse aufgesattelt. Und es wurde dann eine Grundkonstruktion über Hohlkammerdecken mit entsprechenden Tragkonstruktionen gebaut, auf dem das jetzt alles lag. Da genau lag jetzt irgendwo der Knackpunkt, dass es dazu kam, dass das erste Obergeschoss komplett eingestürzt ist. Und das müssen jetzt die Gutachten zeigen, ob da irgendwas in der Unterkonstruktion, in der alten Bausubstanz versagt hat. Das können wir im Moment auch in dem Zustand, wo das Gebäude beginnt, nicht mit Sicherheit sagen. Was man sagen kann, ist, dass gestern noch Bauarbeiten an dem Gebäude stattgefunden haben. Aber ob die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Einsturz stehen, wird halt eben auch die gutachterlichen Erwägungen und Ermittlungen zeigen. Nachfrage, was habe ich mir unter einem Halbgeschoss vorzustellen? Das ist das Dachgeschoss, wo Sie im Prinzip dann kein volles Geschoss mehr haben, sondern eine ausgebaute Dachschräge mit Dachgauben. Nein, wir haben insgesamt 3 Häuser evakuiert mit 21 Personen. Darunter war eine Gaststätte. Und weil ja weiter akute Einsturzgefahr des Gebäudes bestand und dass dann Trümmerteile dort hineinrutschen oder umherfliegen, wurden diese Personen evakuiert, wurden betreut, sind teilweise auch im eigenen Ermessen bzw. mit Unterstützung untergebracht. Da gilt es heute noch zu prüfen, inwiefern die wieder in die Wohnung zurückkommen, weil da sind einige Gebäudeteile, die ja immer noch von einem weiteren Einsturz des Schadengebäudes betroffen sein können. Und von daher gesehen muss das noch über Tag geklärt werden. Aber ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt aus, dass zumindest die Hälfte der Evakuierten am heutigen Tage, vielleicht auch nicht in den folgenden Tagen, wieder in ihre Gebäude zurückkehren können. 21, ja. Bitte.
sind überwiegend bis auf eine niederländische Familie deutschstämmig, wobei die Identität derer, die wir im ersten versorgt haben, mir jetzt nicht gänzlich bekannt ist. Das war dem Einsatzfokus der Rettung geschuldet, dass wir froh waren, dass die alle gesund sind. Und für uns spielt die Nationalität bei der Rettung natürlich keine Rolle. Von daher gesehen sind das Dinge, die man im Nachhinein betrachten kann, aber für uns völlig irrelevant sind. Ja. Soweit bekannt sind keine Mitarbeiter betroffen, sondern inhabergeführtes kleines Hotel. Aber wie gesagt, die Struktur derer, die im Hotel wohnhaft waren, waren alles Gäste, die dort untergebracht waren. Allein von der Struktur haben wir unten einen Altbestand. Darüber war dann der Neuaufbau über einer Stützkonstruktion, weil der Altbestand hatte Holzdecken. Darauf kann man natürlich kein weiteres Gebäude aufstocken. Und deswegen wurde da eine Betondecke eingezogen, die entsprechend abgestützt wurde, die dann den Neubau getragen hat. Und da kam es in eherem Bereich zum Versagen im System, was da aber jetzt der Altbestand, der Neubestand oder die Tragkonstruktion dazu beigetragen hat, das muss halt eben das Gutachten zeigen, ist im Moment so nicht nachvollziehbar. Klar ist natürlich, dass ein Gebäude, was vor 40 Jahren, 44 Jahren ertüchtigt worden ist, normalerweise nicht ohne Grund, ohne äußere Einwirkung einstützen dürfte. Und das wird jetzt im Nachgang interessant zu fahren sein, was da die Ursache war. Ich nehme das ernst, dass Sie sagen, Nationalität spielt keine Rolle für Sie. Dennoch die niederländische Familie, was ist mit der? Ja, da haben wir das zweijährige Kind, was wir wie durch ein Wunder unverletzt retten konnten. Die Mutter, die wir nach Augenschein leicht verletzt retten konnte. Und jetzt noch der eingeschlossene, eingeklemmte Vater, den wir, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, auch noch retten können. Das heißt, dass diese kleine Familie, die sich vermutlich hier im Urlaub befunden haben, zwar, denke ich, Schäden davongetragen haben, mit sich auch den Schreck ihres Lebens erlebt haben, aber die dann doch schlussendlich, hoffe ich, sich alle in die Arme schließen können und dass das zum guten Ergebnis kommt. Und ich kann Ihnen sagen, habe es den Kollegen auch gesagt, ich habe mich noch nie so gefreut, ein fremdes Kind zu sehen. Wir hatten alle Tränen in den Augen und das geht mir jetzt auch noch so. Die ganze Geschichte hat eine sehr emotionale Komponente, weil es halt eben beim Eintreffen, bei dem Anschauen des Gebäudes so ausgesehen hat, dann nehmen wir keinen mehr raus. Wir sind davon ausgegangen, alle, die dazwischen liegen, sind tot. Und die Räume, die geblieben sind, kann man auch nur als Wunder bezeichnen. Eine Dame sagt, die Tür ist rausgefallen. Wir sind das Kleinkind, die Mutter und sie unter dieser Türrahmen begraben worden. Und dann ist darüber, sind die Trümmer gefallen. Das heißt, die hatten Glück, dass sie so eine Schutzhülle gebildet haben, indem sie dann im engsten Raum überleben konnten. Und man muss natürlich auch sagen, die Rettung hat jetzt vor gut 2 Stunden stattgefunden. Und die waren von 23 Uhr im Dunkeln im Gebäude eingeschlossen. Das ist eine emotionale Ausnahmesituation. Gerade für auch so ein kleines Kind. Und von daher gesehen war es jetzt wirklich an der Zeit, dass die rausgekommen sind. Und das war mehr als Motivation und mehr als mancher Glücksmoment, den man in manchen Einsätzen erlebt hat, dass das Kind dann putzmunter, zwar angeschlagen, auf dem Arm einer Helferin gedroht hat, sich gewundert hat, dass viele vorbei sind und haben es mal angefasst, haben mal Hallo gesagt. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr emotionaler Moment. Mir geht es auch nach 4.000 Einsätzen so, dass wir Standardeinsätze können. Wir haben uns dieses Jahr auf Vegetationsbrände vorbereitet. Hat viel geregnet, dann haben wir halt eben Unwetterlagen beackert. Aber dass uns heute Abend sowas vor die Füße fällt, war absolut nicht absehbar. Und ich denke, das hat in Rheinland-Pfalz, abgesehen von Gasexplosionen oder Sonstiges, in meiner Kenntnis so noch nicht stattgefunden, dass ohne Einwirkung so ein Gebäude einfach zusammengestürzt ist und dann so viele Menschen auch noch betroffen waren. Ja, für alle diejenigen, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, Sie hören eine SWR aktuell Sondersendung. Es gab schlimme Nachrichten aus dem Ort Gröf an der Mosel und wir haben gerade eine PK dazu übertragen. Denn
Ein Hotel ist teilweise eingestürzt, gestern Abend gegen 23 Uhr. 9 Menschen sind darunter begraben worden. Es hat 2 Tote gegeben, 3 Personen sind aktuell noch verschüttet. Und ein kleiner Lichtblick in dieser schlimmen Situation: Es konnte eine kleine Familie gerettet werden. Ein 2-jähriges Kind ist unverletzt aus den Trümmern geborgen worden. Auf der Pressekonferenz haben die Einsatzkräfte und Innenminister Ebling gesprochen. Wenn Sie weitere Infos möchten, bei uns gibt es um 16 Uhr die SWR aktuell Fernsehnachrichten, dann eine Sondersendung um 20.15 Uhr im SWR und natürlich auf SWR Online ein großes Angebot und auf Social Media. Also dort können Sie sich adäquat minutengenau informieren. Auf Wiedersehen.